Als nächstes sehen wir Vanessa. Sie ist 22 Jahre alt und war auch letztes Semester schon bei der Campus Kunst. Vanessa passieren ständig peinliche Sachen, also so richtig peinliche Sachen. Und die Geschichten erzählt sie mal ihren Freunden. Und ihre Freunde meinten dann, Vanessa, die Geschichten musst du eigentlich wirklich mal vor Publikum zum Besten geben. Ja, und so ist sie ganz unfreiwillig zur Comedy gekommen. Und ja, ich bin gespannt, heute ist sie das zweite Mal da, was sie für Geschichten von uns dabei hat. Ja, servus Leute. Wie gesagt, ich bin heute zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr habe ich euch die Geschichten erzählt, wie ich von einem Biber bedroht wurde und wie ich mich in dem Zahnarztwartezimmer auf eine alte Oma gesetzt habe. Und das hat mir so gut gefallen und ich habe da noch so rumposaunt, wie viele peinliche Geschichten ich hier habe, dass ich mir dachte, muss ich euch den Rest, ein Bruchteil davon jetzt eigentlich auch dieses Mal noch erzählen. Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, ist mein neuestes Schmankerl aus der peinlichen Küche. Das ist also wirklich der neueste Shit, der mir passiert ist. Deswegen ist es noch besonders frisch und es ist wirklich der Abschuss. Also das mit der Oma war ja schon, aber das... richtig geil. Zuvor will ich euch aber eine ältere Geschichte erzählen, so zum Einstieg. Und zwar von meiner allerersten Woche in Augsburg. Also schon etwas länger her. Ich bin frisch eingezogen. Ich kannte noch kein Schwein. Ich wollte irgendwo abends hin, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wo, aber das ist auch total egal. Jedenfalls, ich wohne im ersten Stock. Ich wollte die Treppe runtergehen, nach draußen. Und dann sah ich, dass so ein Typ über den Hof läuft, auf mein Haus zu. Wichtig für die Geschichte, es wurde schon langsam dunkel, also das Hoflicht war an, aber im Treppenhaus, wo ich war, war es dunkel. Sprich, ich habe ihn gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. So, und als ich die Treppe runtergehe, denke ich mir noch so, hab Vanessa, den macht jetzt die Tür auf, der hat ja auch links und rechts zwei Einkaufstaschen. Ich so, oh, bis der jetzt nach seinem Schlüssel kramt, mache ich ihn halt kurz auf. Nett, wie ich bin. Alles schön und gut. Und dann dachte ich mir noch, aber denk dran, wenn du aufmachst, dann sagst du Hallo. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ja, Hallo, wieso musst du dich daran erinnern? Ja, weil das ist halt bei mir so nicht immer ganz normal in solchen Situationen. Das hätte nämlich gut passieren können, dass ich ihm die Tür aufmache und dann er so, oh, danke, und ich, oder sowas von mir gebe. Oder irgendeinen unartikulierten Laut. Ich habe mich also daran erinnert, Hallo zu sagen. Alles schön und gut. Ich komme also hin und habe schon die Klinke in der Hand. Ich war aber viel zu spät, weil der Typ hatte seinen Schlüssel schon lang und hat ihn auch schon eingesteckt. Und ich, enthusiastisch wie ich bin, mache die Tür auf, ramse ihn so halb in die Gosch. Es ist nichts passiert. Der Typ ist einfach nur so erschrocken. Der hat mich ja nicht kommen sehen. Das Dumme ist, ich bin dann auch erschrocken. Kennt ihr das? Obwohl ich den ja schon seit einer halben Stunde ungefähr... Ich so, wir alle springen so, der schmeißt seine linke Einkaufstasche, schleudert die so weg. Überall liegen Einkäufe und er so, und ich so, und musste das jetzt schon wieder sein. Und er dann, und ich so, oh, Entschuldigung, ich hab dich nur herlaufen sehen und wollte dir die Tür aufmachen. Und dachte, da musst du nicht extra deinen Schlüssel rausholen. Und er so, ja, schlechtes Timing. Und ich so, und so, und ich helfe ihm, seine Sachen eben wieder einzuräumen. Und er so, ja, danke trotzdem. Ja, jetzt geht er an mir vorbei, durch die Tür quasi, in Richtung Flur. Das Gespräch war vorbei. Und er war schon ein paar Meter weg und ich spüre es hier unten. Ich spüre, wie es hochkommt, das Hallo. Und es bahnt sich seinen Weg, der ist schon lang. Ich war dem schon lange wieder wurscht. Ich so, Hallo. Der so, hey, hat die alle noch was gesagt? Geh so weg. Gott sei Dank habe ich den danach nie wieder gesehen. Aber nur jetzt diese etwas ältere Geschichte, um zu zeigen, wie ich in sozialen Situationen manchmal bin. Wunderbar. Ja, und jetzt zum neuesten Teil. Es war im Februar und ich wollte mit dem Zug nach Ulm fahren. Das ist eine alltägliche Situation für die meisten Menschen. Ich musste Vorbereitungen treffen, es durfte nichts Peinliches passieren. Ich war 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher am Bahnhof, ich hatte das Ticket, es lief alles wie am Schnürchen. Ich wusste mein Ankunftsort, wo das ist, ich hatte Screenshots von Google Maps. Ich wusste, wie ich da hinkomme, ich wusste Abkürzungen, ich hatte Taxinummern für den Fall der Fälle. Ich wusste, wo an der Örtlichkeit die Toiletten, die Notausgänge und die Feuerlöscher sind. Ich war also top vorbereitet. Was ich dabei nicht bedacht habe, war die Zugfahrt selbst. Ja, ich gehe also in Bahn, der Zug rollt her. Ich will einsteigen mit meinem kleinen Rucksack.
sehe mich noch vor mir. Und dann, die Tür geht auf, der ganze Zug voll mit Psoffenen in Faschingskostüm. Es war Februar. Alle, ich so, Entschuldigung, Entschuldigung, geh so rein. Es war kein Platz mehr, das war so voll da drin. Und ich hatte einfach keinen Platz mehr gefunden. Dann gab es einen freien Platz in einem Vierersitz. Neben einem schlafenden Opa, einem Surfer-Typ mit Mountainbike und einem ganz normalen Kerl. Ich setze mich also hin und ich bin, es war eigentlich alles so weit okay, aber das Problem war, ich bin rückwärts gefahren. Kennt ihr das? Ich hasse das ja eigentlich, aber ich hatte keine Wahl. Ich fahre also so und mir wurde nach nur einer Viertelstunde wurde es mir kotzübel einfach nur. Und ich dachte mir, hopp, jetzt halt's durch, die Zugfahrt ist echt nicht lang. Dann ging es halt wirklich, ich dachte mir so, in den nächsten 3 Minuten speich. Also bin ich aufgestanden, damit ich halt nicht mehr rückwärts war. Ich dachte mir, okay, tschüss, toller Platz der Freude. Und bin durchgelaufen, habe geschaut, ob es eventuell noch einen anderen Platz gibt. Dann gab es, ich sehe in der Entfernung einen freien Vierersitz. Ich so, die Creme de la Creme. Ich laufe so drauf zu, freue mich schon mega an den Ast. So, jetzt sehe ich, warum der frei war. Weil der komplette Boden nass war, so hoch das Bier gestanden ist. Überall waren Scherben, da ist jemand ein Unfall passiert. Und ich so, kotzen oder der Biersitz. Ich also gehe so in den Sitz und setze mich hin. So, wunderbar, ich habe geatmet, ich habe drauf geschaut, dass ich nicht mehr kotzen muss. Hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann so nach, ich so, es ging wieder, nach 5 bis 10 Minuten kam dann der Typ, neben dem ich vorher im Vierersitz saß, ist hier noch Platz. Und ich so, was ist mit dir? Bist du irgendwie Polizist in Inkognito? Keine Ahnung, der hat ja doch einen wunderbaren Platz. Was kommt denn hierher an den verseuchten Sitz? Ich so, ja. Und dann setzt er sich hin und schaut mich so an. Und ich so, okay. Ich so, Und dann fängt er an, mit seinem Handy aus dem Zugfenster zu fotografieren. Und ich so, total komisch. Also das war schon sehr suspekt. Ich dachte mir so, der sagt jetzt gleich irgendwas zu mir. Und nur um das zu verdeutlichen, ich saß ungefähr so in dem Sitz. Weil das war ja alles voll, versteht ihr, okay? Und er fragt dann, irgendwann tut er es. Er so, hast du Platz? Und ich so, ja, jetzt wollte ich kommunizieren. Es beginnt also. Ich wollte also sagen zu ihm, netter Kerl, da gibt's gar nichts, gell? Ich wollte also sagen, danke, ich habe Platz. Ich sitze nur so komisch dran, weil hier ja alles voll ist und ich nicht voller Bier werden will. Das wäre schön und gut gewesen, aber natürlich habe ich das nicht so gesagt. Nein, ich sage dann so, danke, passt schon, ich habe Platz. Ich will nur nicht, dass mein Fuß in dem Bier... Und hier wollte ich das Bier mit einem Soundeffekt untermalen. Ich wollte also sagen, danke, ich habe Platz, ich will nur nicht, dass mein Fuß in dem Bier so... Wunderbar. Das machen die meisten auch nicht. Es wäre nicht so schlimm gewesen. So bin ich nun mal. Das wollte ich also sagen. Was ich dabei nicht bedacht habe, ist, dass ich ungefähr 0,5 Kilo groß an den Kaugummi in der Gosch hatte. Ich sage also, ja, danke, ich habe Platz. Ich will nur nicht, dass mein Fuß so, der Kaugummi geht auf die Reise in einer perfekten Parabel. Direkt auf das Gesicht. Ich so, nein. Es geht am Gesicht vorbei. In den Schritt. Ich so, ah! So, was mache ich? Ich hole ihn mir zurück. Ich hole ihn aber nicht zurück auf eine Art, die okay gewesen wäre, so mit Spitzenfingern. Ich pack zu. Ich hatte das ganze Paket in der Hand. Ich muss das jedes Mal wieder durchleben, okay? Der so, wow! Ich so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Leute, das wäre nur zu gipfeln gewesen, wenn ich den scheiß Kaugummi danach mit dem Mund gesteckt hätte. Das habe ich zum Glück nicht getan. Ich habe ihn weggeschmissen. Und der dann so, und ich so, ah, was zum Geier habe ich jetzt schon wieder gemacht? So, Leute, das Eis war gebrochen. Er hatte sein Gespräch. Der war nicht etwa verstört, der hat mich anzeigt. Der fand es spitze. Sowas ist dem noch nie passiert. So, der so, und wo kommst du her? Was machst du so? Nur mich so, ah, bitte sei einfach ruhig. Es war grauenvoll. Der hat sich wahrscheinlich so gedacht, ja, jetzt haben wir schon mal unseren Genitalbereich berührt, jetzt können wir auch Best Smalltalk führen. Leute, das waren die schlimmsten 16,5 Minuten meines Lebens in dem Zug. Das ist, ich saß, ich war kurz vorm Heulen. Es gibt selten
peinliche Sache, wo ich wirklich den Tränen nahe bin. Weil ich einfach einiges gewohnt bin, da war es fast so weit. Ich spüre heute noch das Gewicht, das, ich kann es nicht erklären. Der fand es super. Dann meine Freunde, ich so, Leute, ihr glaubt's nicht, was mir passiert ist. Dann kommen so tolle Sprüche wie, ja, wieso hast du denn dir die Handynummer nicht geholt? Natürlich, merk, merk, sag mal. Wahrscheinlich, oder? Es wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, einwandfrei. Das habe ich nicht getan. Und ich bin seitdem auch nicht mehr nach umgefahren, weil ich Angst habe. Danach, wir steigen aus, also soll ich dich noch mit irgendwo hinbegleiten? Ich so, bitte, geh einfach weg. Grauenhaft, ich sag's euch so. Das war im Februar. März, April, Mai, Juni, Juli, August. Mein Peinlichkeitszyklus von 6 Monaten ist im August wieder soweit. Von dem her erwarte ich da wieder irgendwas Peinliches. Also, stay tuned. Ich bin dann nächstes Mal wieder dabei und erzähle, was mir da passiert ist. Bis dahin. Ciao, Leute, danke.